Welcome, ladies and gentlemen. Herzlich willkommen an Bord. Margarete Cameron, reich und verwitwet. Der Schrecken aller Kreuzfahrtschiffe. Oh. Und das? Das müssen die Burins aus der Schweiz sein. Er ist Chirurg und Universitätsprofessor im Ruhestand. Sag bloß nicht Tante zu mir. Aye, aye, ma'am. Du weißt schon, dass du meine Asche ins Meer kippen sollst? Am besten geht's ganz hinten am Heck, wo die Schiffsschraube diese wunderbare Welle erzeugt. Es war nicht besonders taktvoll von mir, dich vor vollendete Tatsachen zu stellen. Du hattest sicher deine Gründe, alleine fahren zu wollen. Ja, die hatte ich. Warum versuchst du nicht, diese Reise zu genießen? Auf eine glückliche Fahrt. Pardon. Brauchen Sie die Weinkarte noch? Der Mann hinter mir. Die Stimme kenne ich. Meine Großtante hat mich beauftragt, nach der Herkunft ihres Mannes zu fragen. Burian, wir sind ursprünglich Tschechen. Du kennst ihn tatsächlich. Das scheint ja keine so angenehme Erinnerung zu sein. Was ist denn mit ihm? Noch nichts. Nur, dass er ein Verbrecher ist. Die tschechischen Gardisten vergewaltigten alle Frauen im Mittelberg. Ich wünsche allen aus seiner Sippschaft das Schlimmste. Ihr habt doch keine Ahnung, ihr Wohlstandskinder. Ihr habt keine Willkür erlebt, keine Gewalt, kein Leid. Jemand an Bord behauptet, dich von früher zu kennen. Du hättest nach dem Krieg so etwas wie ein Pogrom befehligt, inklusive Massenvergewaltigung. Wie heißt sie? Ist das alles wahr? Das hängt vom Blickwinkel an. Margarete? Sie hat eine Pistole dabei. Ich bitte? Wie gut kennen Sie eigentlich Ihren Schwiegervater? Könntest du vielleicht mit ihr sprechen? Ist dir entgangen, dass wir beide, diese Frau und ich, zwei völlig verschiedene Geschichten erlebt haben? Für sie bin und bleibe ich der Mörder ihres Mannes. Für mich ist sie die Frau des Mörders meines Bruders. Was gibt es da noch zu vermitteln?